Sehen Sie den Wagen, Lara? Zerstört. Genau wie Ihr Leben. Und nicht mehr zu reparieren. Sie haben ihn gesucht. Geschrien, geweint, gebetet. Sie haben gewartet. Und tun es noch immer. Selbst in Lyon. Verschwommene Tage und traumlose Nächte lang. Bevor die Sonne wieder scheint, werden viele dunkle Wolken am Himmel vorüberziehen. Eine Menge sehr dunkler Wolken, Lara. Ich wusste, dass Sie hier sind. Also los, was wollen Sie mir sagen? Dass ich stark bin und es aushalte? Dass die Zeit alle Wunden heilt? Ich sage alles, was Sie aufheitert. Wo ist der lustige Diego hin, den ich kenne? Haben Sie keine witzige Geschichte auf Lager? Gestern habe ich seine Sachen in eine Kiste gepackt und in den Keller gebracht. Gegen 3 Uhr wachte ich auf. Holte die Kiste wieder hoch und räumte den Rest der Nacht alles wieder zurück. Niemand weiß, wie das ist, Diego. Keiner kann das nachempfinden. Lara, gehen Sie wieder zur Arbeit. Sie müssen Ihre Freunde treffen. Wir gehen zusammen Kaffee trinken, dann nehmen Sie endlich mal wieder was Genießbares zu sich. Dieses Kapitel ist abgeschlossen. Was hat mir die blöde Arbeit schon gegeben? Was habe ich erreicht, außer einige Gemälde zu finden? Nein, Diego. Es ist Zeit für was anderes. Ich muss alle Brücken abbrechen. Ansonsten überstehe ich das nicht. Ich hatte befürchtet, dass Sie das sagen. Aber Ihre Arbeit ist wichtiger, als Sie denken. Hier, lesen Sie das. Ich wollte es Ihnen geben, wenn Sie wieder ins Büro gehen. Aber jetzt zeige ich es Ihnen lieber gleich. Das... Denken Sie, das wird alles ändern? Wenn es damit nicht klappt, dann ist es aussichtslos. Ist der neue Kaffee wirklich gut? Sie haben nie einen besseren getrunken. Sie bekommen auch meinen Regenschirm, okay? Nein, danke. Den brauche ich nicht. Ich habe irgendwie Mitleid mit ihr. Sie muss hier Tag und Nacht rumstehen, bei Wind und Wetter. Immer allein. Umgeben von glücklichen Pärchen, die sich hier treffen. Wir haben vieles gemeinsam, sie und ich. Das Kunstmuseum von Lyon, in dem es eine wunderbare Gemäldesammlung vom 17. bis zum 20. Jahrhundert gibt. Einmal waren die Mülleimer plötzlich verschwunden, angeblich wegen der Terroristen. Zum Glück ist dieser Unsinn jetzt vorbei. Oft saß ein alter Mann auf der Bank und hat die Tauben gefüttert. Wir haben uns manchmal unterhalten, aber ich erfuhr nie seinen Namen. Hi. Wir hörten von dem Unfall. Mein Beileid. Warum? Ist jemand gestorben? Ich dachte, da Sie die Leiche nicht gefunden haben. Ist Kutu da? Ja, klar. Er sitzt an seinem Schreibtisch. Hey, tut mir leid. Es tut mir so leid, Lara. Hey, wenn wir etwas für Sie tun können, irgendetwas... Ich habe alles getan, was möglich war. Danke, aber Sie sollten lieber wieder an Ihre Arbeit zurückkehren. Ich möchte nicht mehr darüber reden. In Ordnung. Wir sind froh, dass Sie wieder da sind. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal eine eigene Abteilung und meine eigene Sekretärin haben würde.
Lara? Ja, Susanne? Ich sollte mich wirklich nicht einmischen. Aber es ist mir nicht entgangen, wie traurig und müde sie wirken. Und ich könnte ihnen gern ein wenig Meditationsmusik leihen. Wie bitte? Musik, Kräuter und ein heißes Bad. Körper und Geist müssen von Zeit zu Zeit von negativer Energie gereinigt werden. Kräuter? Vielleicht später. Unterschätzen Sie die Natur nicht, Lara. Das wird Ihnen bestimmt mehr helfen als Tabletten. Gibt es was Neues? Irgendwelche Nachrichten? Nein, nichts. Aber Renier ist mit diesem spanischen Schambolzen eingetroffen. Es steht was Großes bevor. Coutou arbeitet hart und steht bei Renier hoch im Kurs. Was gibt es denn? Wir haben gleich ein Briefing über einen sehr interessanten Fall. Jiménez und Renier bereiten gerade alles vor. Ich muss mit ihr reden. Kein guter Zeitpunkt. Sie interessiert sich momentan nur für den Fall. Wir arbeiten sogar mit unseren amerikanischen Freunden zusammen und das macht sie ganz schön nervös. FBI? In San Francisco gab es Probleme und sie haben uns um Hilfe gebeten. Wir machen die Arbeit und sie heimsen hinterher dafür die Lorbeeren ein. Man muss sie einfach lieben. Aber das interessiert mich jetzt wirklich nicht. Das sollte es aber. Lesen Sie sich die Akte durch. Sie liegt auf Ihrem Schreibtisch. Wie lief es während meiner Abwesenheit? Gut. Sogar erstaunlich gut. Sie hatten eine schwere Zeit und wenn Sie noch mehr Ruhe brauchen, würden wir das alle verstehen. Ich könnte Ihre Arbeit hier für eine Weile übernehmen, wenn Sie möchten. Sie möchten meinen Job machen? Wären Sie hier gern der Boss? Nun, das ist vielleicht etwas übertrieben ausgedrückt. Aber wenn es die Umstände erfordern, würde ich es machen. Wir stehen doch alle auf derselben Seite, oder? Wir müssen einander beistehen. Verstehe. Das werde ich mir merken. Ich werde mir die Akte lieber nochmal ansehen. Oh, okay. Das wäre gut. Hier werden Notizen und Analysen aufgehängt. Ich bin vermutlich die Einzige aus der Abteilung, bei der nicht nur unleserliche Notizen hängen. Das sind alle Daten über den Fall, die man uns gegeben hat? Die Akte ist nicht gerade dick. Irgendjemand hat eine Visitenkarte da abgelegt. Und die ist jetzt Gott weiß wo. San Francisco. Die Zeichnung in Max' Tagebuch. Der Name dieser Stadt. Nein, daran will ich mich nicht erinnern. Ich muss mich jetzt auf meine Arbeit konzentrieren. Das sieht interessant aus. Wenn wir bei dem Fall Fortschritte machen, kann unsere Abteilung davon profitieren. Aber was ist mit meiner Kündigung? Soll ich sie Renier nun geben oder nicht? Dieses Foto habe ich geschossen, als Max nach seiner Rückkehr aus dem Krankenhaus sein erstes Bild fertiggestellt hatte. Er sieht so glücklich aus. Da liegt eine Visitenkarte unter dem Aktenschrank. Sie ist aus der FBI-Akte herausgefallen. Ich stecke sie besser ein. Sie war Teil des FBI-Berichts, könnte also wichtig sein. Die Visitenkarte eines Argo-Mitarbeiters, bei der die Telefonnummer durchgestrichen ist. Vermutlich gilt sie nicht mehr. Auf die Rückseite der Visitenkarte wurde eine neue Telefonnummer geschrieben.
Wenn ich Informationen von Argo brauche, weiß ich, wo ich anrufen muss. Argo, Personalabteilung. Durand, Abteilung für Kunstraubermittlungen. Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Wir untersuchen in Zusammenarbeit mit dem FBI den Fall Ihrer verschwundenen Angestellten in San Francisco. Könnten Sie uns Ihre Akten durchfaxen? Natürlich. Aber vergessen Sie nicht, dass darin nur einige grundlegende Informationen stehen. Wir sind nicht die Polizei. Verstehe. Den Rest müssen wir uns dann eben woanders besorgen. Warum habe ich keine normale Waffe? Eigentlich brauche ich sie nicht unbedingt. Aber es ist gut zu wissen, dass ich sie im Notfall dabei habe. Die Brieftasche ist aus gutem Leder. Ich habe sie vor Jahren in Russland von Ostankovic bekommen, als ich in Sektion 12 für ihn gearbeitet habe. Meine Brieftasche und meine Marke. Ich habe kein Bargeld bei mir und meine Kreditkarte habe ich zu oft benutzt. Ausweise, Kreditkarten und eine Marke. Für Sie ist ein Fax gekommen, Lara. Es liegt noch im Faxgerät. Argo hat mir die Akten der verschwundenen Männer geschickt. Akten der Argo-Statiker. Vielleicht steht ja was Interessantes drin. Einer steht also in der Datenbank der Polizei. Das ist interessant, aber kein Beweis. Haben Sie kurz Zeit, Jean? Haben Sie die Akte zu dem Fall ganz gelesen? Na klar. Es geht doch nichts über die richtige Vorbereitung, oder? Gibt es weitere Informationen? Solche, die nicht in der Akte stehen? Nein. Aber Renier hat noch Fotos bekommen, die sie uns zeigen möchte. Moment mal, erinnern Sie sich auch genau an den Inhalt. Was denken Sie, aus welchem Grund ich hier der Boss bin? Aufgrund meiner Faulheit und Inkonsequenz? Nein, so ist das nicht. Ich wollte nur... Können wir jetzt gehen? Lara, wie war die Reise? Möchten Sie sich ausruhen? Nein, mir geht es ziemlich gut. Aber ich möchte etwas mit Ihnen besprechen. Unter vier Augen. Später, ja? Hatten Sie Zeit, sich die Akte durchzulesen? Natürlich, aber warum sind Sie eigentlich hier? Sehen Sie, jede gute Tat wird sofort bestraft. Ihr Freund Diego hat darauf bestanden, dass wir Ihnen helfen. Mehr Leute und so weiter. Ich freue mich immer, Diego zu sehen. Aber Sie... Bei meiner Abreise haben Sie bei Interpol unser Budget verwaltet, nicht unsere Fälle. Lara, ich wackle nicht an Ihrem Stuhl als Leiterin der Abteilung. Sie waren weg, da habe ich zwischenzeitlich das Zepter in die Hand genommen. Ist es denn so schlimm, wenn wir einander helfen? Nein, natürlich nicht. Jede Hilfe ist begrüßenswert. Großartig. Im Projektor sind einige Bilder, die später als der Bericht eintrafen. Dies ist eine Kirche in der Mission Street. Hier verschwanden diese Statiker von Argo. Es wurde menschliches Blut gefunden,
Und vor allem dieses Bild. Jemand hat mit Blut an der Wand herumgeschmiert? Nicht ganz. Wir reden hier von... Großer Gott! Ist das... Blut? Wurde das wirklich mit menschlichem Blut gemalt? Ja, Sie haben den Bericht doch gelesen, oder? Natürlich habe ich das, es hat mich nur so überrascht. Ich weiß, dass sich darin eine Analyse der drei Blutproben befindet. Ist eigentlich jemand auf die Idee gekommen, Argo anzurufen? Ich habe mit Ihnen gesprochen. Gut, Lara. Gute Arbeit. Reden wir jetzt über die Analyse. Wo fangen wir an? Bei dem Bild? Oder heben wir uns das für den Schluss auf? Darüber reden wir später. Zuerst sehen wir uns an, was dort passiert ist. So erfahren wir vielleicht auch, wie und warum es entstanden ist. Wie Sie sagten, Sie sind hier der Boss. Genau. Stellen wir unsere eigene These darüber auf, was dort wirklich geschehen ist. Jetzt werde ich die Beweise auf den Bildern markieren, die uns nützlich sein können. Gut. Die Fernbedienung des Projektors hat einen Laserpointer. Den werde ich brauchen. Hiermit wird der Projektor bedient. Etwas an dem Bild kommt mir vertraut vor. Wo habe ich das nur schon mal gesehen? Ich schätze, Sie haben bei Ihrer Arbeit schon hunderte von Gemälden gesehen. Nein, das ist es nicht. Das ist etwas anderes. Also, was hilft uns dabei herauszufinden, was hier passiert ist? Das Blut, der umgeworfene Stuhl. Wir sind uns vermutlich einig, dass das etwas zu bedeuten hat. Ich habe es mir auch angesehen. Aber was hoffen Sie da zu finden? Anscheinend saß eines der drei Opfer am Tisch und stürzte dann entweder oder wurde vom Täter mit dem Stuhl umgeworfen. Könnte sein. Und die Blutspur könnte von der Person auf dem Stuhl stammen. Sie wurde bewegt. Der Stuhl blieb, wo er ist. Vielleicht hat sich das Opfer nach dem Sturz nicht gewehrt. Es könnte schon tot gewesen sein. Müsste es da nicht mehr Blut geben? Das ist eine gute Frage. Möglicherweise war die Wunde abgebunden oder das Blut floss in die Kleidung. Nein. Vielleicht können Sie das nicht so gut sehen, aber auf dem Tisch sind auch einige kleine Flecken, die Blut sein könnten. Und das bedeutet? Ich glaube, das Opfer wurde ins Herz getroffen. Das ist die vernünftigste Erklärung. Wie bitte? Ich denke wirklich, dass es so gewesen sein könnte. Gehen wir mal davon aus, dass das Opfer ins Herz getroffen wurde. Das Blut würde kurz aus der Wunde spritzen und auf dem Tisch landen. Dann hört das Herz auf zu schlagen. Es pumpt das Blut nicht mehr durch den Körper und kurz darauf würde die Wunde nicht mehr bluten. Ja. Wenn wir das Blut analysieren könnten, wüssten wir vermutlich mehr über die Position der Wunde. Würden Sie lieber in der Pathologie arbeiten? Das weiß doch jeder, dass nicht oxygeniertes Blut dunkel, oxygeniertes jedoch hell ist. So erkennt man, aus welcher Herzkammer es kommt. Und was ist mit dem Helm? Das Opfer könnte ihn getragen haben und als es zu Boden stürzte, fiel der Helm herunter. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich vermute eher, dass der Helm beim Sturz auf den Kopf geblieben ist. Das ist sogar sehr wahrscheinlich. Oder das Opfer trug ihn gar nicht und er ist vom Tisch gefallen. Ich glaube nicht, dass wir hier zu einem Konsens kommen werden. Das ist ziemlich viel Blut. Der Täter hat das Opfer an der Stelle einige Zeit liegen gelassen. Ja, sieht ganz so aus. Aber Sie sagten selbst, dass das Blut nicht mehr fließt, wenn das Herz nicht mehr schlägt. Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich sagte, das Blut zirkuliert nicht mehr, aber natürlich fließt es langsam weiter von oben nach unten. Fassen wir zusammen. Wir wissen, dass eines der Opfer vermutlich durch einen Treffer ins Herz getötet wurde. Aber was für ein Treffer? Hat es eine Schießerei gegeben?
Mir ist nichts aufgefallen, was auf eine Schießerei hindeutet, und im Bericht steht auch nichts. Diego? Ich halte es für unwahrscheinlich. Bei einem Schuss ins Herz wäre der Stuhl beschädigt worden. Nicht unbedingt, wenn der Täter aus einem bestimmten Winkel schoss oder die Kugel an einem Knochen oder Wirbel abprallte. Ich würde eine Schießerei jedoch vorerst ausschließen. Dann hat der Täter dem Opfer ins Herz gestochen? Warum sollte er das tun? Um Blut zum Malen zu bekommen? Das hätte er mit einem Behälter auffangen müssen. Das hat er natürlich. Aber wenn er nur das Blut wollte, hätte es auch eine Arterie getan. Das ist eher ein Ritual. Ritual oder nicht, was ist mit den anderen beiden? Waren sie nur Zuschauer? Das ergibt doch keinen Sinn. Vielleicht waren sie bereits bewusstlos. Denken Sie da an das Gas aus dem Bericht? Verstehen Sie, was er meint, Lara? Jean denkt an das Gas, aber er irrt sich. Im Bericht steht klar und deutlich, dass es nicht giftig ist. Daher kann es das nicht gewesen sein. Außerdem hätte es auch den Täter beeinträchtigt. Gut, hat sich das FBI noch für was anderes außer für das Bild interessiert? Sie wollen wissen, ob der Fall ein religiöses Motiv haben könnte. Dann sollten wir die Fotos durchgehen und versuchen, Beweise zu finden, die diese Hypothese stützen oder widerlegen. Sehen wir sie uns mal an. Die Kreatur hat Flügel. Ja, man kann sie deutlich erkennen. Noch mehr Flügel. Ein Engel? Vermutlich. Und hier... Sie müssen das Offensichtliche nicht kommentieren. Ein drittes Flügelpaar. Und die vierte Figur hat auch welche. Wie ich schon sagte, Engel. Vier verschiedene Engel. Lara, was machen Sie denn für ein Gesicht? Mir ist, dass das keine vier verschiedenen Engel sind. Diese Engel hier stammen nicht aus einem Kunstwerk, sondern aus vier verschiedenen Gemälden, die sich um die Verkündigung drehen. Sind Sie sicher? Woher wissen Sie das? Max hat eine Kopie von einem der Bilder gemalt, daher kam es mir so bekannt vor. Ich erinnere mich jetzt auch an die anderen beiden Gemälde. Und das letzte wird keine Ausnahme darstellen. Die Verkündigung? Dann ist der Engel vermutlich Gabriel. Erzengel Gabriel? Der Schutzengel? Laut neuerer Thesen. Aber laut dem Alten Testament ist er der Engel des Todes. Das klingt nicht gut. Zumindest nicht für die verschwundenen Statiker. Nein, das tut es nicht. Max hat oft von ihm geträumt. Aber das war vorher. Vor dem... Lara, wir können gern eine Pause machen, wenn Sie möchten. Nein, danke. Ich habe nur nachgedacht. Wenn ich mich nicht irre, ist das aufgeschlagene Buch eine Bibel. Das ist ein wichtiger Hinweis. Und woher wissen Sie, dass sie nicht schon vor dem Verbrechen dalag? Glauben Sie, der Täter hätte sie zurückgelassen? Sehen Sie den Blutfleck? Er scheint sich unter der Bibel zu befinden. Daher ist es für mich offensichtlich, dass die Bibel zu Boden gefallen ist, als sich das Blut bereits dort befunden hat. Hm, das klingt durchaus logisch. Fassen wir zusammen. Wir wissen, dass das Bild aus Teilen von vier anderen Gemälden mit religiösem Motiv besteht. Und dass der Täter nach der Tat eine Bibel in der Hand hatte. Vielleicht gehört sie ihm. Meiner Meinung nach sind das deutliche Beweise, dass die Religion hier eine große Rolle spielt. Hervorragend, Lara. Sehr gute Arbeit. Können wir uns jetzt auf das Wichtigste konzentrieren, anstatt einander zu beglückwünschen? Das Bild ist wirklich seltsam, nicht wahr? Sind Ihnen die detailreichen Abschnitte aufgefallen? Einige Pinselstriche sind sehr dünn und präzise. Was ist daran so seltsam, dass er einiges deutlicher gemalt hat? Sie müssen genauer hinsehen. Ich zeige es Ihnen. Jean, sehen Sie diesen dicken und groben Pinsel? Hätten Sie so einen für das Bild benutzt? Und die Komposition. Vermutlich hatte er ein unglaublich gutes Gedächtnis. Wer immer das Bild gemalt hat, war sehr talentiert und erfahren. Das war nicht sein erstes Bild.
Aber irgendwas kommt mir daran dennoch komisch vor. Abgesehen von der Tatsache, dass es ein Irrer gemalt hat. Mit menschlichem Blut. An dem Bild ist irgendetwas seltsam, nicht wahr? Das Gefühl habe ich auch. Finden wir heraus, was es ist. Diese Handabdrücke. Die sind doch merkwürdig, oder? Natürlich, die Handabdrücke. Im Bericht stand nichts über Fingerabdrücke, also hat er wohl Handschuhe getragen. Aber das Wichtigste ist... Warum war er bei dem Bild so detailgetreu und hat es dann gleichzeitig durch seine Handabdrücke ruiniert? Gute Frage. Ich schätze, Sie haben bereits eine Hypothese aufgestellt. Das mag seltsam klingen, aber ich denke, dass er die Abdrücke absichtlich hinterlassen hat. Sehen Sie, wie deutlich sie zu erkennen sind? Vermutlich hat er für jeden erst die Hand ins Blut getaucht. Das ist ziemlich verrückt, aber Sie könnten recht haben. Und er hielt einen Pinsel in einer Hand. Wenn er es nicht mit Absicht gemacht hat, dann müssten dort nur die Abdrücke einer Hand sein. Wir haben einiges herausgefunden. Haben Sie noch weitere Ideen? Die Position des Bildes könnte auch irgendwie von Bedeutung sein. Glauben Sie? Ich denke, er hat eine nackte Wand gefunden und einfach losgemalt. Das sehe ich anders. Ich werde Ihnen auf den Bildern etwas zeigen. Sehen Sie das? Diese Wand ist völlig glatt. Hier hätte man wunderbar malen können, aber er malt direkt daneben, auf einer unebenen Ziegelsteinmauer. Wissen Sie, was er damit bezwecken will? Ich bin mir so gut wie sicher. Außerdem, da könnte ich mich irren, aber ich habe zwei der Gemälde deutlich vor Augen, waren die Engel anders positioniert. Und damit wollen Sie uns was sagen? Ich denke, dass die Stelle, an der er das Bild zurückgelassen hat, etwas bedeutet. Ebenso wie die Platzierung jedes einzelnen Bildteils. Dafür wird sich das FBI bestimmt interessieren. Jean, stellen Sie Bilder zusammen, die sich um die Verkündigung drehen. Dann sehen wir sie uns genauer an. Jiménez, Sie helfen ihm. Ich habe noch etwas mit Lara zu besprechen. Gut, endlich haben wir etwas Zeit zum Reden. Lara, Diego hat mir von dieser Kündigung erzählt. Wollen Sie das wirklich tun? Ich sollte mit der Kündigung noch warten, vor allem wegen dieses merkwürdigen Falls. Aber kann ich überhaupt weiter daran arbeiten? Die Erinnerungen an Max werden immer da sein. Nein, ich habe es mir überlegt. Vorerst möchte ich nichts weiter, als an der Lösung dieses Falls zu arbeiten. Das ist die richtige Entscheidung, wirklich. Wir beide waren nie die besten Freunde. Ihre Methoden sind für meinen Geschmack oft zu grenzwertig. Aber sie erzielen Resultate. Ja. Und weil wir niemand Besseren für Ihre Position haben, sollten Sie hier weiter das Ruder in der Hand behalten. Sie werden niemanden finden, mit dem Sie auskommen werden. Das wissen wir beide. Wenn Sie so offen sprechen, werde ich es auch tun, Lara. Ich habe dafür gesorgt, dass diese Abteilung unabhängig wird. Und ich beschaffe das angemessene Budget. Ja, ich sollte hier das Sagen haben. Keiner von uns bekommt das, was er sich wünscht. Da haben Sie recht. Dieses Foto wird bei der Suche sicher hilfreich sein. Ja, das Foto wird mir weiterhelfen. Dieses Foto wird bei der Suche sicher hilfreich sein. Ja, das Foto wird mir weiterhelfen.
Na toll. Die Fotos sind nicht da. Dann muss ich mich eben selbst darum kümmern. Ich brauche keine Techniker, die mir nach einer Stunde rumhantieren etwas über einen Papierstau erzählen. Jetzt müsste sich die Druckerabdeckung öffnen lassen. Ha, darin steckt Papier. Die Sicherheitsverriegelung ist offen. Ich kann den Toner jetzt rausziehen. Jetzt entferne ich den Toner. Jetzt, wo der Toner draußen ist, kann ich das Papier, das im Drucker festsitzt, gut sehen. Gut, ich habe das festsitzende Papier rausgezogen. Das müsste es gewesen sein. Ohne den Toner wird er bestimmt nicht drucken. Der Drucker funktioniert. Es war nicht einfach, an diese Fotos zu gelangen. Hoffentlich sind sie die Mühe wert. Das sind die ausgedruckten Fotos. Das muss ich mir genauer ansehen. Auch von Barocci. Er hat dieses Gemälde einige Jahre später geschaffen. Es ist fast identisch mit dem vorherigen, aber ich sehe einige Unterschiede. Mal sehen, ob wir etwas Interessantes finden. Wenn Sie Übereinstimmungen finden, dann legen Sie eine Notiz mit dem Buchstaben des Fotos hinein. Wir sehen Sie uns doch alle zusammen an, oder? Nein, wir wollen Ihren klugen Kopf ja nicht ausbremsen. Sie werden uns schon zeigen, dass Sie in derselben Form sind wie vor der Pause. Ja, es wird uns alle beruhigen zu wissen, dass wir einen cleveren Boss haben. Und?
Wir haben hier einige Gemälde mit religiösen Motiven. Ich bin kein Psychologe, aber für diese Techniker sieht es nicht gut aus. Das steht außer Frage. Insbesondere angesichts des ganzen Bluts an der Wand. Bis jetzt hat noch niemand gesagt, dass sie tot sind. Zumindest nicht alle. Das ist momentan unwichtig. Wir müssen das alles erneut überprüfen, damit wir auch wirklich nichts übersehen. Suchen Sie nach was Bestimmten? Ist Ihnen aufgefallen, wie sehr diese Bilder dem Original ähneln? Aus dem Gedächtnis lässt sich das nicht so leicht bewerkstelligen. Hatte er eine Kopie? Diese Proportionen, eigentlich alles. Dieser Mann malt schon seit langer Zeit. Er hat definitiv eine Vergangenheit. Sie haben recht. Das muss in meinen Bericht. Aber das führt uns zurück zu den Technikern. Ich habe schon von Argo gehört. Da arbeiten nicht nur normale Statiker oder Techniker, sondern auch Konservatoren. Und sie wären zu so etwas in der Lage. In der Zwischenzeit versuche ich, mehr Informationen über die Gemälde in Erfahrung zu bringen. Ich werde mich auch ein wenig umhören. Gut. Und ich kümmere mich um den Bericht. Der schreibt sich ja auch nicht von alleine. Ich werde mich möglichst kurz fassen. Niemand liest gern lange Berichte. So, erledigt. Mal sehen, was Diego und Kutu bisher herausgefunden haben. Gestern lagen auf einmal zwei Karten für ein tolles Konzert auf meinem Schreibtisch. Was für ein Konzert? Nicht etwa für... Nein, unmöglich. Das ist doch bestimmt längst ausverkauft. Für normale Leute schon. Aber mir hat noch jemand einen großen Gefallen geschuldet. Warum ich? Jede andere Frau würde sich Ihnen für diese Karten an den Hals werfen. Aber warum denn, Signorita? Bin ich etwa Casanova? Warum sollte ich mich für Frauen interessieren, die ich nicht mal kenne? Ich habe eine Karte übrig und dachte... Warum lädst du nicht mal eine Kollegin ein? Und da kommen sie zu mir? Genau, durch und durch selbstlos. Oder soll ich Kutu fragen? Das wollen sie doch nicht, oder? Und wenn ich mitkomme, wie kann ich das wieder gut machen? Wer redet von Wiedergutmachung? Ich sagte doch, ich tue das rein selbstlos. In diesem Fall nehme ich die Karte gern. Großartig! Danach könnten wir noch schön essen gehen. Ein ruhiges Restaurant, ein gutes Essen, ein oder zwei Gläser Vigna Albali. Dann ist es also abgemacht. Was ziehe ich nur an? Gibt es etwas, worin Sie nicht gut aussehen? Ich finde noch immer da... Und? Ich habe hier was, aber das ist eher eine ergänzende Information. Die Zusammenfassung, die Kutu erstellt, wird Sie mehr interessieren. In meinen Erläuterungen finden Sie vermutlich nichts, das Änderungen an der Zusammenfassung erforderlich macht. Das hoffe ich, denn die ist bereits fertig. Das müssten alle Informationen sein, die Interpol über die Gemälde, die ich auf den Fotos aus San Francisco identifiziert habe, hat. Name steht mit diesen Gemälden in Verbindung. Was hat das zu bedeuten? Warum erfahre ich das jetzt? Gönnt mir denn niemand einen Augenblick Ruhe? Selbst das Schicksal ist gegen mich. Oder etwa nicht? Könnte das etwa ein Omen sein? Okay. Hä? Was? Ich wollte nur wissen, ob alles okay ist. Sie sind auf einmal ganz blass geworden. Vielleicht sollten Sie sich ein wenig ausruhen. Sie sind schließlich erst den ersten Tag wieder hier. Überanstrengen Sie sich nicht. Gehen Sie nach Hause und legen Sie sich hin. Kutu und ich schließen die Sache ab. Der Bericht ist fast fertig. Wir müssen ihn nur noch abschicken. Könnten Sie das wirklich übernehmen? Ich würde mich wirklich gern ein wenig ausruhen. Klar, ich werde mich darum kümmern.
Ich bin froh, dass Sie wieder da sind. Aber gehen Sie es langsam an. Das ist mein Ernst. Es erschien mir klug, Sie zur Rückkehr zu überreden, und ich möchte das nicht bereuen. Etwas geht hier vor, Diego. Etwas Merkwürdiges. Glauben Sie, dass Sie alles, was irrelevant ist, aus dem Dokument entfernen könnten? Wir sollten das FBI nicht verwirren mit Informationen, die nichts mit dem Fall zu tun haben. Irrelevant? Aber ich sagte doch... Aha, natürlich. Irrelevant in Verbindung mit jemandem. Verstanden. Wir sollten sie nicht unnötig verwirren. Ich werde das ändern. Lara, ich hätte fast vergessen, Ihnen zu sagen, dass jemand angerufen hat. Susanne? Ja, Lara? Wer wollte mit mir reden? Jemand hat angerufen und mit merkwürdigen Worten nach Ihnen gefragt. Er klang fast wie ein Südafrikaner. Meine Mitbewohnerin ist mal mit einem ausgegangen, daher weiß ich recht gut, wie die reden. War der Name Jabali? Hat er den Namen Leclerc erwähnt? Er hat sich nicht vorgestellt, aber ich glaube, der zweite Name ist gefallen. Und er meinte, er hätte Informationen für Sie. Aber als ich sagte, dass Sie gerade nicht ans Telefon gehen können, hat er aufgelegt, ohne eine Nummer zu hinterlassen. Aber ich brauche diese Informationen. Heute sitzt Muriel in der Zentrale. Vielleicht kann sie Ihnen sagen, von welcher Nummer angerufen wurde. Wie ist es gelaufen? Der Fall scheint ziemlich groß zu sein, was? Allerdings. Und er enthält für meinen Geschmack etwas zu viel Blut und zu viele seltsame Details. Wenn ihn jemand lösen kann, dann Sie. Hauptquartier. Hey, Lara. Hey, ich hab gehört, was passiert ist. Tut mir so leid. Brauchst du irgendwas? Soll ich heute Abend vorbeikommen? Das heben wir uns für ein anderes Mal auf, okay? Jetzt brauche ich deine Hilfe. Jemand hat mich hier angerufen, aber keine Nachricht hinterlassen. Aha. Und was soll ich jetzt für dich tun? Kannst du vielleicht herausfinden, von welcher Nummer angerufen wurde? Aber sicher. Oder denkst du, ich spiele an meinem Rechner nur solitär? Du bist super. Danke. Gern geschehen. Ich werde herausfinden, von welcher Nummer du zuletzt angerufen wurdest und dich direkt durchstellen. Ja? Durand hier, von Interpol. Jemand hat mich von dieser Nummer angerufen. Dites Durand. Madame Durand, es freut mich, von Ihnen zu hören. Senseele? Von wo aus rufen Sie an? Ich bin näher, als Sie denken. Ich bin in Lyon, um mir eine Ausstellung anzusehen, bei der sehr alte und seltsame Dinge gezeigt werden. Verstehe. Gibt es denn was Neues? Irgendwas? Leider nichts, was Sie hören möchten. Aber ich muss dennoch mit Ihnen reden. Kommen Sie einfach in meine Wohnung. Sie liegt direkt neben der Oper. Vielleicht ein anderes Mal. Momentan bin ich wirklich sehr beschäftigt. In meinem Heimatland gibt es eine alte Redewendung. Wer seine Krankheit versteckt, der kann nicht geheilt werden. Da ist doch was dran, oder? Kommen Sie her, meine Liebe. Es ist sehr wichtig, dass wir uns unterhalten. Madame ist von der Reise erschöpft. Sie müssen warten. Und die Sachen, die hier rumstehen, das sind seltene Dinge. Also erweisen Sie ihnen Respekt. Natürlich, Jabali. Wie ich sehe, sind wir uns gleichermaßen sympathisch. Senseele hat hier sehr seltsame Dekorationsobjekte. Sie sind wertvoll, aber ziemlich morbide. Fast alles, was hier steht, hat irgendwie mit dem Tod zu tun.
Laut der letzten Informationen forderte das schlimmste Erdbeben, das die Stadt seit dem berüchtigten Loma Prieta 1989 heimgesucht hat, mehr als 30 Menschenleben. Heute traf der Bürgermeister den U-Bahn-Fahrer. Der Fahrer des nahenden Zuges konnte den Zug glücklicherweise noch stoppen und die Kollision verhindern. Ansonsten wäre es zu einer Katastrophe gekommen, durch dessen umsichtiges Handeln ein schweres Unglück vermieden werden konnte, als der Tunnel unter Mission Street einstürzte. Doch seine republikanischen Gegner behaupten, diese Aktion wäre nur eine publikumswirksame Propaganda und eine Show für die Massen. Sie behaupten, der Bürgermeister versuche nur den Bürgern zu verheimlichen, dass er selbst 3 Wochen nach dem Erdbeben noch nicht alle Schäden beheben konnte. Das Ausmaß der Schäden ist zwar noch unbekannt, die Versicherungsunternehmen rechnen in den nächsten Tagen mit großem Zulauf. Doch es wurden erste Schätzungen veröffentlicht, nach denen die Schäden an Gebäuden und der Infrastruktur der Stadt die 3-Milliarden-Dollar-Grenze übersteigen werden. Einer der ersten, die diese Information erhielten, war der Vizepräsident, der am Nachmittag in San Francisco eintraf und vom Bürgermeister über den Fortschritt der Bergungsmaßnahmen informiert wurde. Diese verdammten Statuen. Warum stehen die hier? Will sie, dass ich sie bemerke? Wären diese Statuen nicht gewesen, wäre Max... Ich sollte nicht auf Renier hören. Ich sollte... Es heißt, Zorn und Wut wären zerstörerisch. Das war und ist ein Trugschluss. Zorn ist besser als Resignation. Diese Flamme kann einen weit bringen, Lara. Aber man muss sie kontrollieren. Lassen Sie sie nur bei Bedarf brennen. Darum haben Sie mich eingeladen? Bin ich hierher geeilt, um eine Lektion in gutem Benehmen zu erhalten? Sie wissen genau, warum ich hergekommen bin. Entschuldigen Sie bitte. Ich weiß, dass Sie nur eine Sache interessiert. Ich wünschte, ich hätte gute Nachrichten für Sie, aber dem ist leider nicht so. Max' Leiche wurde immer noch nicht gefunden. Aber ich habe Ihnen dennoch etwas mitgebracht. Ein Amulett. Aber das ist sein Amulett. Er trug es bei sich. Es wurde vom Meer angeschwemmt. Ich möchte es Ihnen zurückgeben, Sie aber auch etwas fragen. Ich möchte Ihnen helfen, aber Sie müssen glauben. Tun Sie das, Lara? Woran glauben? Sie wissen woran. Glauben Sie an Max? Wie viele Tage ist er jetzt weg? Wie oft wache ich aus einem Traum auf, in dem alles so ist wie zuvor? Bin ich nicht schon gestraft genug? Geben Sie mir das Amulett, dann gehe ich. Das Amulett ist kein gewöhnliches Schmuckstück, sondern sehr mächtig. Es besitzt eine eigene Geschichte, eine Seele. Ich kenne ein sehr altes und mächtiges Ritual, das wir durchführen könnten, um seine Seele herbeizurufen. Seine Seele? Bedeutet das, dass er tot ist? Einige Dinge existieren jenseits dieser Welt, Liefje. Wir können nicht alles definieren. Und mit einem schönen Etikett versehen. Ähnelt die Farbe Grau eher weiß oder eher schwarz? Und wie entscheiden Sie sich? Glauben Sie, ich würde mit Ihnen einige schaurige Spielchen spielen? Beschwören Sie ruhig seine Seele, Sie werden ihn nicht finden. Er ist am Leben und er wird zu mir zurückkehren, wenn die rechte Zeit gekommen ist. Oh, der unfehlbare menschliche Glaube. Er ist wirklich etwas Gutes. Aber was ist, wenn Max noch am Leben ist, sich aber verändert hat? Die Ansichten und Werte, die sie teilten, können sich durchaus ändern. Er könnte sich niemals so verändern, dass ich ihn nicht mehr liebe. Benutzen Sie dieses Wort mit Bedacht, meine Liebe. Niemals ist ein zu mächtiges Wort für jemanden, der nicht sehr weit sehen kann. Ich sollte das an mich nehmen und es aufbewahren, bis er zurückkommt. Dieses Amulett. Nicht viele erkennen den wahren Wert der Dinge. Nur wenige begreifen ihre wahre Essenz, die Magie, die sie in sich tragen. Wenn Sie es verkaufen, wie viel würden Sie wohl dafür bekommen? Ich würde es nicht verkaufen, niemals. Eines Tages wird er es wieder tragen. Natürlich würden Sie es nicht verkaufen. Für jeden anderen hätte es einen Wert von einigen hundert Rand. Aber Sie?
Sie spüren die Magie, das feine Spinnennetz, das daran haftet. Alles, was er je besessen, je berührt hat, besitzt jetzt einen völlig anderen Wert. Und das gilt umso mehr für das, in das er einen Teil von sich hineingelegt hat. Was sollen diese seltsamen Rätsel? Meinen Sie seine Bilder? Vielleicht. Ein Bild ist ein Fenster zur Seele, Lara. Sie sollten es sich daher sehr genau ansehen. Möglicherweise erkennen Sie, was ihm durch den Kopf ging. Hören wir damit auf, ja? Ich habe wirklich nicht die Kraft, noch länger über ihn oder diesen Unfall zu reden. Schicksal ist kein Unfall, Lara. Das Amulett nehme ich an mich, bis Max wieder da ist. Unsere schöne, frisch renovierte Wohnung. Jetzt ist sie völlig leer und erschreckend still. Senzela hat vermutlich recht. Ich sollte herausfinden, was Max vor seinem Verschwinden gedacht hat. Dieser Papierschneider ist so gut wie neu, völlig intakt und sehr scharf. Als Kind habe ich meinen Cousin Sergei versehentlich mit so einem Ding in die Hand geschnitten. Er hat stark geblutet. Seitdem habe ich vor solchen Schneidern Respekt. Computer, Laptops, Netbooks, Smartphones. Aber wenn ich etwas ausrechnen muss, benutze ich dieses uralte Ding. Vielleicht bin ich ein Nostalgiker. Das bleibt vorerst hier liegen. Einer seiner Albträume. Sein Arzt meinte, durch das Malen könne er die Dämonen aus seinem Kopf verbannen. Mir war nur nicht klar, wieso wir sie jeden Morgen sehen mussten. Das erste farbige Bild, das er nach seiner Genesung gemalt hat. Die Farben waren eine angenehme Abwechslung nach den Schwarz-Weiß-Albträumen. Nein, es mag dumm sein. Aber ich bringe nicht die Kraft auf, seine Sachen auszupacken. Das mache ich später. Es war nicht leicht, das riesige Ding zurück nach Frankreich zu bringen. Aber es ist das letzte Bild, an dem Max gearbeitet hat. Es ist noch nicht fertig, aber ich konnte es nicht dalassen. Max' letztes Bild. Den Verstand? Oh, verdammt. Durand, 2 Stunden Mittagessen, ein Glas Wein, in der Pause eine Runde Pétanque. Da kann man nicht ans Telefon gehen, was? Man lässt es einfach klingeln. Genau. Und den Großteil unserer Zeit verbringen wir damit, uns im Fernsehen anzuschauen, wie ihr in den Staaten alles richtig macht. Schlagfertig wie immer, was, Durand? Ich hatte eine gute Lehrerin. Dein letzter Anruf ist ewig her, Kira. Was treibst du so? Wie geht's dir? Ich freue mich so, von dir zu hören. Es könnte kaum besser sein. Aber ich habe hier einen interessanten Bericht von deiner Abteilung. Es geht um die Analyse des Zwischenfalls in der Mission Street. Und die ist wirklich sehr interessant. Du rufst mich aus den Staaten an, nur um mir von einem interessanten Bericht zu erzählen? Eigentlich ist er sogar ziemlich gut. Ich würde nicht von großartig sprechen, denn das könnte jemand persönlich nehmen. Das war Teamarbeit. Großer Gott, du bist immer so naiv. Spar dir das für Renier auf. Wir beide haben die südliche Schmugglerroute zerschlagen. Nur dank uns verschönern die Kunstwerke aus Russland und China jetzt nicht irgendein Wohnzimmer. Wer kennt dich wohl besser als ich?
Das ist Vergangenheit. Und die hat dich nie interessiert. Du hast, wie die knallharte Irin, die du bist, immer nach vorn gesehen. Was willst du? Ich brauche dich hier. Ich mag deine Denkweise ebenso wie mein Boss. Daher biete ich dir eine Reise zur Golden Gate Bridge sowie die Chance, 3 Menschenleben zu retten. Doch diese Chance wird jede Minute geringer. Was sagst du? Normalerweise würde ich ablehnen, aber der Fall interessiert mich. Sogar sehr. Und wenn du es so ausdrückst, ich muss mit Renier sprechen. Warum? Wir haben ihre Zustimmung bereits und dein Flugticket ist gebucht. Wir sehen uns dann am Tatort. Kira, du...